Hallo liebe Tesla-Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es einmal darum gehen, wenn ich mir einen neuen Tesla kaufen möchte, und viele möchten das nach wie vor, ja, was ist besser, finanzieren, leasen oder vielleicht bar kaufen, ja, wer es kann. Dazu möchte ich mal meine Meinung sagen, meine Vorstellung dazu sagen, gerade aktuell, wie das jetzt in dieser Zeit so ist, was lohnt sich mehr, was lohnt sich weniger. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht's los, bis gleich, viel Spaß. Ich war immer wieder gefragt, Mensch Christian, was meinst du, was lohnt sich mehr, wenn ich mir ein Fahrzeug kaufen will, ein Tesla kaufen will? Lohnt sich das überhaupt? Der Batteriefortschritt ist ganz schnell. Generell ist die Entwicklung gerade sehr schnelllebig. Habe ich dann nicht in 1, 2, 3, 4 Jahren ein veraltetes Auto, was ich vielleicht gar nicht mehr loswerde? Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, ja, was ist besser? Finanzieren, leasen? Viele fragen mich das natürlich, und in einem der letzten Kommentare, und zwar der oder die Josie, ich vermute mal die Josie, nee, doch der, er ist nämlich Familienvater, er schreibt, hallo, ich bin Familienvater und plane den Umstieg vom Verbrenner auf Elektro in 2022, was ja sehr vernünftig ist. Aktuell tendiere ich zum Tesla Model Y wegen des sehr guten Raumangebots und des für mich am überzeugendsten Gesamtpakets. Allerdings würde ich das Fahrzeug finanzieren wollen. Nun habe ich aber Bedenken aufgrund der rasanten Entwicklung im Batteriebereich und einen dadurch möglichen deutlichen Wertverfalls in 48 Monaten. Ich möchte dann ja auch kein Auto fahren, was in der Entwicklung völlig abgehängt ist. Ja, wie sehen Sie dieses Thema Risiko? Das werde ich gerne mal hier mal bei dem heutigen Video mal euch übermitteln. Ich habe auch schon geantwortet. Ich habe geschrieben, ja, finanzieren, leasen, bar zahlen. Ja, das ist so die Frage wie zwischen Ei und Henne, was war zuerst da? Und das alles hier so in einem Kommentar zu beantworten, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Ich habe nochmal hingewiesen, das gilt auch für euch, wenn ihr mal sehen wollt, wie ich meinen Tesla vor 3 Jahren oder ja fast 3 Jahren meinen ersten Tesla finanziert habe. Da gibt es auch ein Video dazu, schaut da mal rein. Ist ganz interessant. Und den Tipp habe ich übrigens auch der Josie gegeben. Ja, komischer Name. Ja, okay, wollen wir mal gucken, was ist denn da so möglich? Und ich fange erstmal an, wie man am besten das Fahrzeug finanziert, und danach komme ich mal zu der ganzen Problematik, Fortschritt und so weiter. Ja, also wie gesagt, es gibt natürlich 3 Möglichkeiten, wisst ihr alle selber. Ich kann das Auto in bar bezahlen, das heißt, ich gehe auf die Bank, hebe einfach Geld ab oder überweise in dem Fall zu Tesla einfach das Geld und das Thema ist erledigt, ich habe das Auto. Ja. Wer es hat, ja. Wer so viel Geld übrig hat, sollte es tun, und gerade jetzt in der Zeit, wo die Preise steigen und steigen, ist es vielleicht gerade gut, wenn man nie weiß, was das Geld noch wert ist. Nächstes, übernächstes Jahr ist es vielleicht eine gute Option, eh das so rumliegt auf dem Konto, bei dem, wo es so ist. Und du brauchst eh ein Auto, ja, dann würde ich sagen, kauf dir einen Tesla. Auf jeden Fall. Kannst du nichts falsch machen. Warum, komme ich gleich dazu. Ja, für die, die es nicht können, und das ist wahrscheinlich die große Mehrheit, denn wir reden ja von, ja, ich sag mal so 42.000, 45.000 Euro, und ich betrachte alles mal vom Model 3 aus. Also Model Y ist ein bisschen teurer, gibt es ja das Standardmodell noch nicht. Wir bleiben mal beim Model 3, da habe ich auch meine Erfahrung entsprechend. Ja, Finanzierung, da kann ich nach wie vor nur raten, das ist auch mein Rat, den ich heute noch habe, den ich auch damals hatte, vor fast 3 Jahren, in meinem damaligen Video. Also da finde ich es echt eine gute Geschichte, dass man bei der Indiba, wer dort ist, ich bin ja immer noch bei der Indiba, auch wenn ich jetzt demnächst 99 Cent für die EC-Karte bezahlen muss, ab März. Ja, aber da habt ihr die Möglichkeit, einen Fahrzeugkredit, einen Ratenkredit aufzunehmen. Und das Gute darin, ihr habt erstmal einen niedrigen Zins, ich glaube 2,6, 2,5% im Moment. Und ihr könnt jederzeit kostenfrei tilgen, was ihr wollt. Ja, also da geht im Grunde kaum ein Risiko ein. Natürlich sollte man sich nicht komplett verschulden. Ja, man sollte schon eine Rate ausrechnen, wenn man sagt, okay, mit der Rate kann ich leben. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber ich meine, muss jeder selber wissen, ihr seid alle erwachsen, die ihr zugucken. Gehe ich mal davon aus, zumindest die, die sich ein Auto kaufen wollen, sind zumindest geschäftsfähig. Und deswegen, ja, wisst ihr das selber wahrscheinlich am besten, was ihr euch leisten könnt und was nicht. Aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja. Ich sage mal so, die ideale Geschichte ist, wenn das Auto 40.000 kostet, ich habe vielleicht 20.000 und finanziere die anderen 20.000, rechne ich mir aus, wie lange, wie viele Monate, also welche Rate mir passt, wie lange ich dann zahlen muss und so weiter. So jetzt hier kein konkretes Rechenbeispiel geben. Und dann finanziert er quasi einen Teil des Preises, einen Teil zahlt ihr dann von eurem Geld. Ihr dürft nicht vergessen, ihr kriegt noch 6.000 Euro Prämie, zumindest beim Model 3. Ist es so. Und das könnt ihr mit einberechnen. Natürlich braucht ihr vielleicht erstmal den Kredit und könnt dann vielleicht schon, was ich, nach 2, 3 Monaten, es dauert immer eine Weile, erinnern die BAFA, dass wird das ausgezahlt, das wird ihr auf euer Konto überwiesen, könnt ihr dann vielleicht gleich schon die erste,
den ersten großen Batzen schon mal tilgen. Ja, 6.000 Euro ist ja nicht wenig. Ja, und deswegen ist die Finanzierung eine sehr gute Geschichte. Wie gesagt, die Zinsen sind gerade sehr niedrig. Wir können jederzeit bei deinem DiBa zumindest kostenlos tilgen. Und der größte Vorteil immer noch bei deinem DiBa, und guckt mal auf die Seite, das seht ihr auch auf der Internetseite, der größte Vorteil ist immer noch, dass ihr euren Fahrzeugbrief behalten könnt. Ja, und das ist eigentlich das entscheidende Kriterium für mich. Ihr könnt mit dem Fahrzeug machen, was ihr wollt. Und damit habt ihr quasi kein Risiko. Und ich habe es auch so gemacht, ja. Ich konnte das Auto quasi verkaufen, obwohl noch ein Teil noch gar nicht richtig finanziert wurde, noch ein Teil in Abzahlung noch nicht komplett finanziert war. Also die Finanzierung war noch nicht beendet. Ja, was ich habe einen Fahrzeugbrief, es ist mein Fahrzeug, kann damit machen, was ich will. Also konnte ich es auch verkaufen, konnte mir ein neues kaufen. Mittlerweile ist der Kredit getilgt bei der Bank. Aber das ist eben der große Vorteil bei deinem DiBa. Ob das andere Banken anbieten, weiß ich nicht. Kann schon durchaus sein. Ich kann nur meine Erfahrungen hier von deinem DiBa berichten. Und das ist natürlich echt eine feine Sache. Und das ist für mich auch der größte Vorteil. Ja. Das heißt, Risiko ist hier also ganz niedrig. Ja. Wenn man sich nicht übernimmt, wenn man die Raten nicht zu hoch sind, ist das Risiko niedrig. Und das war für mich auch damals wichtig. Denn ich sag mal, vor 3 Jahren war ja eine Anschaffung eines Tesla Model 3 noch ein viel größeres Risiko wie heute. Komme ich gleich dazu. Ja, denn damals wusste kein Mensch, wie ist die Qualität des Fahrzeuges, wie entwickelt sich überhaupt die ganze Elektromobilität. Das war alles stand in Stern. Ich sag mal, im Grunde wusste man gar nicht, liefert Tesla auch wirklich, also zumindest bei der Bestellung damals und so weiter. Da war ja viel Unsicherheitsfaktoren dabei. Das ist ja heute nicht mehr. Ja, und kommen wir zum letzten Punkt. Leasing. Und da muss ich ehrlich sagen, aus meiner Sicht lohnt sich Leasing zumindest hier bei einem Tesla Model 3 gar nicht. Ja, ich meine, das ist auch immer so eine Frage, ja, man, ja, was ist besser, Leasing oder Finanzierung oder Barkauf? Leasing hat auch Vorteile, das muss man gar nicht drüber reden. Und ich rede jetzt nur von Privatleasing, ja, nicht von, wer eine Firma hat und das über die Firma laufen lässt. Ich rede von Privatleasing. Und wenn wir das Beispiel mal nehmen, und da nehmen wir mal ein paar Zahlen. Ja, Model 3 in der Grundausstattung, Standard Model 3 in Grundausstattung. Da habt ihr eine Sonderzahlung schon mal von 6.500 Euro, die sind schon mal weg. Ja, ich weiß, wo ich gar nicht so weiß, wie das ist mit dieser, ich glaube, die bekommt ihr auch, diese 6.000 Euro BAFA-Prämie. Müsst ihr das Auto mindestens ein halbes Jahr halten, aber das machen sowieso die meisten. Ja, dann habt ihr noch die Rate und in dem Falle hier wären das 466 Euro pro Monat. Ich habe das ausgerechnet auf 20.000 Kilometer im Jahr. Das ist meine Kilometer, die ich mindestens fahre im Jahr. So, das mal 36 mal 3 Jahre. Da habt ihr 16.776 Euro bezahlt. Und die Kohle ist weg. Ja. So, nehmen wir mal noch die 6,5 dazu. Wir lassen mal die BAFA-Prämie außer Acht. Da liegen wir hier bei 23.276 Euro. Also ja, 23.300 Euro im Grunde. Das habt ihr nach 3 Jahren bezahlt für das Fahrzeug im Leasing. Ja, und dann gibt das Fahrzeug zurück und dann ist das Fahrzeug weg. Und das Geld ist weg. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Wenn wir jetzt mal vergleichen, Barkauf oder Finanzierung, meine Finanzierung ist klar, zahlt man noch ein paar Zinsen, das Geld ist auch weg, ja. Aber ansonsten, so, wenn er so macht, wie ich es gemacht habe, ja, ihr verkauft das Auto. Ja. Und ich sage mal, wir haben zurzeit gerade eine Situation, da bekommt ihr fast den Neuwagenpreis. Und zwar, ich sage mal, nach einem halben Jahr auf jeden Fall, aber auch, das wird sich nicht viel ändern, auch nach einem Jahr, anderthalb Jahren, vielleicht sogar 2 Jahren. Ja. Ich habe bei meinem blauen Model 3 nach anderthalb Jahren verkauft und konnte für 1.000 Euro mehr, die ich nochmal draufpacken musste, wieder ein neues Model 3 kaufen. Und das ist ja Wahnsinn. Und das wäre mit Leasing nie möglich gewesen. Ja. Deswegen würde ich hier vom Leasing im Moment völlig abraten. Ja. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Die Frage hier, was ist mit Fortschritt, Batteriefortschritt und so weiter. Ja, ich meine, da zu warten, auf was soll man da warten? Ich meine, egal, wenn ich das Fahrzeug kaufe, ja, ob ich jetzt bis Mitte nächsten Jahres warte, ob ich bis Ende des Jahres warte, der Fortschritt geht ja immer weiter. Ja, es ist ja so, dass, also egal, wann ich das Auto kaufe, in einem halben Jahr ist wieder der Fortschritt ein Stück weiter. Ja, also das werdet ihr nie schaffen, ihr könnt nie sagen, oh, jetzt habe ich das Auto, das ist jetzt die neueste, fortschrittlichste Technologie und jetzt habe ich erstmal 5 Jahre, 10 Jahre Ruhe. Das wird nicht funktionieren. Ja, also ihr müsst euch wirklich aktiv entscheiden. Ja. Möchte ich jetzt ein Model 3 kaufen, Elektroauto oder nicht? Brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und bei dem, wo er sagt, der Verbrenner ist schon fertig, der ist runter, ich brauche eh ein neues Auto, ich würde generell nicht dazu raten, doch einen Verbrenner zu kaufen. Was man so machen könnte als Option, es war auch damals für mich so eine Option, falls das nicht klappt mit dem Ladeanschluss bei mir in der Tiefgarage, dass man sagt, okay, dann kaufe ich mir noch einmal Autogas oder Erdgas, das finde ich auch noch eine ganz gute Alternative. Aber ansonsten kommt der Verbrenner für mich
käme für mich gar nicht mehr in Frage. Und deswegen kann ich auch in dem Falle nur zu einem Tesla raten. Das rate ich nach wie vor noch. Auch wenn viele sagen, ja, du hast eine Tesla-Brille auf. Mit Sicherheit habe ich die auf. Aber ich sage mal, ihr habt nach wie vor das beste Ladenetz der Welt. Ja, ihr könnt, ich kann jetzt hier einsteigen und kann nach Norwegen fahren. Ja, und das ist egal, ob in dem Auto 20% Akkustand hat oder 80%. Das ist scheißegal. Ja, und durch das Ladenetz von Tesla, da sagt einfach, lad da, lad da, lad dort. Und dann bin ich da. Und das ist natürlich unglaublich. Und ja, natürlich holen die anderen auch, da muss man gar nicht drüber reden. Mittlerweile gibt es auch viele Fahrzeuge, die auch schon eine Ladeplanung machen. Aber das ist bei, aus meiner Sicht noch bei Weitem nicht da, wo Tesla ist. Da vergehen noch einige Jahre, ehe das so weit kommt. Ja. Und deswegen, warten macht keinen Sinn. Und wie gesagt, wenn ihr das so macht, dass es finanziert oder mit Bar bezahlt, also Barkauf macht, ihr könnt es jederzeit verkaufen. Und es ist ja so, dass, ich denke mal, so die nächsten 2 Jahre, wir haben ja gerade eine Situation, dass es Chip-Probleme gibt. Ich habe gerade jetzt gesehen, gestern, dass Tesla jetzt auch hier in Deutschland Fahrzeuge ausliefert, wo die USB-Anschlüsse fehlen vorne drinnen und sogar die Induktionsschale, ja, das ist nicht gut. Das müssten sie mindestens den Kunden sagen, ja, das ist ja unglaublich, dass man das nicht sagt. Aber ich sage mal, das ist, kann jetzt überall passieren, ja. Und ich kenne auch Bekannte, die haben auch ein Auto bestellt und es hat ganz lange noch beim Händler gestanden, weil noch ein paar Sachen fehlen, die alle nachgerüstet werden mussten oder noch später dann eingebaut wurden. Ja, das ist nun mal gerade so die Situation, wie sie ist, aber ich sage mal, das Fahrzeug ansonsten durch zu 95-98% in einem Top-Zustand und da muss man sehen, wie man das dann regelt mit diesen nicht vorhandenen USB-Anschlüssen und so weiter. Aber das ist für mich ja im Grunde nur Pillepalle. Ja. Aber ihr habt das Fahrzeug und ihr könnt das jederzeit wieder verkaufen. Ja, und ihr bekommt, im Moment ist es so, die Fahrzeuge gehen ins Ausland, die gehen nach Dänemark, nach Schweden, Norwegen, da ist da die Nachfrage sehr hoch. Ja, deswegen müsst ihr euch keine Gedanken machen. Also, wenn die Finanzierung jetzt steht, wenn ihr das Geld jetzt habt, wenn ihr jetzt ein Auto braucht, dann bestellt es. Ja, vergesst nicht, je länger ihr wartet. Ich habe es gerade auch wieder gesehen, gerade reingeguckt. Es ist mittlerweile so, dass das Standardmodell, Modell 3, ist auf März gerutscht, Auslieferung. Ja, wir haben jetzt den 14. Dezember. Ich wollte, ich habe überlegt, dass ich Anfang Februar mal reinschaue. Wie gesagt, mir geht nach wie vor, wir kaufen dann Auto.de per Mail ständig auf den Sack. Die sagen, Mensch, Christian, schreib uns, wir machen dir ein neues Angebot. Ich habe gesagt, ich warte bis Anfang Februar, dann gucken wir mal, ob es Februar schon bestellbar ist, also lieferbar ist. Jetzt sind wir schon bei März. Also ich muss auch überlegen, wie ich das mache, ob ich es auch dann generell behalte oder ob ich dann mal doch damit lebe, 2 Monate ohne Elektroauto. Das, ja. Okay, das dazu. Ja, also wie gesagt, es macht keinen Sinn hier zu warten, weil der Fortschritt weitergeht, da wird immer weitergehen, es wird sich nie ändern und aktuell ist die Nachfrage so hoch, Tesla kommt kaum hinterher in den USA, es wird teilweise schon 1 Jahr Lieferzeit, da sind wir mittlerweile schon die 2 bis 3 Jahre alten Model 3, habe ich gesehen, bis zu 70.000 Dollar werden die gehandelt, also wenn es stimmt, ich glaube Tesla-Mark hat das gezeigt jetzt die Tage. Deswegen müsst ihr euch echt keinen Kopf machen, dass ihr irgendwie einen Wertverlust habt. Ja? Also momentan ist es so, dass so ein Tesla schon fast ja, also eine sichere Bank ist. Ja? Also wenn ihr was Wertstabiles sucht, holt euch nicht Gold, stellt euch einen Tesla in die Garage. Also im Moment. Ja. Und wie gesagt, ganz wichtig, es ist nur meine Meinung. Ja? Also, ob das wirklich mal noch in 2, 3 Jahren ist, das weiß ich auch nicht. Ja? Das ist nur so, wie ich es jetzt im Moment sehe. Ja. Und deswegen macht euch keine Gedanken. Wenn ihr euch entschieden habt, einen Tesla zu kaufen, ihr habt das mit dem Laden alles geregelt, ihr wisst, wo ihr ladet, also ob ihr zu Hause laden könnt, ist der Idealfall auf jeden Fall. Wenn die Finanzierung steht, ihr euch nicht übernehmt damit, dann schlagt zu. Ja, da gibt es im Moment keinen besseren Zeitpunkt. Ja. Okay, das nochmal dazu und lasst die Finger vom Leasing im Moment. Ich rede also, wie gesagt, nur vom Privatleasing. Lasst die Finger davon, das macht aus meiner Sicht im Moment überhaupt keinen Sinn. Ja. Ihr verbrennt nur Geld, seid auch das Auto los und müsst wieder viel Geld nehmen, um ein neues Auto zu kaufen. Und deswegen macht im Moment aus meiner Sicht Leasing keinen Sinn. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Würde mich mal interessieren. Vielleicht hat auch jemand Privatleasing mit Privatleasing irgendwie einen guten Schnitt gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Okay, das soll es gewesen sein. Mal ein kurzes Video dazu. Finanzieren, leasen, was lohnt sich mehr? Und macht es überhaupt jetzt Sinn im Moment, so ein Fahrzeug zu kaufen? Ihr habt es gerade gehört. Schlag zu, kann ich dazu noch sagen, ja. Okay, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, einmal den Daumen nach oben klicken. Ansonsten abonniert meinen Kanal. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch im Netz. Ciao.